Wie kommt eine private Eisenbahngesellschaft in Deutschland an den Strom für ihre Lokomotive? Seit der Bahnreform können ja auch private Eisenbahnen auf dem Streckennetz der DB fahren. Dazu benötigen sie Strom. Wo kommt der her? Wer kassiert daran? Und wer verdient eventuell noch mit? Diesen Fragen möchte ich in dieser kleinen Serie zum Thema Bahnstrom nachgehen. Damit das Ganze geklärt werden kann, muss aber zunächst ein klein wenig technisches Basiswissen da sein. Ganz ohne Formeln und sehr vereinfacht erklärt, aber ohne ist das Thema Bahnstrom und wer daran verdient, einfach nicht verständlich. Strom für den Antrieb der Lokomotive nutzen alle Bahnen in Europa oder fast alle Bahnen. Aber nicht alle Bahnen nutzen den gleichen Strom. So wie hier im Grenzbahnhof Bentheim treffen da zum Beispiel Netze mit 15.000 Volt auf Netze mit 1.500 Volt. Und die Unterscheidung geht sogar noch etwas weiter. In Holland wird mit 1.500 Volt Gleichstrom gefahren. In Belgien und Luxemburg bekommen die Loks dagegen 3.000 Volt Gleichstrom. In Frankreich sind es dann wieder 1.500 Volt Gleichstrom und auf anderen Strecken 25.000 Volt Wechselstrom mit 50 Hertz. Die Schweiz, Österreich, Deutschland, Norwegen und Schweden lassen 15.000 Volt Wechselstrom mit 16 2/3 Hertz durch den Fahrdraht zischen. Dänemark, genau zwischen Deutschland und Schweden gelegen, ist wieder mit 25.000 Volt Wechselstrom und 50 Hertz dabei. Und damit hätten wir vier Begriffe, die den Strom, den die Lok bekommt, definieren. Volt, Hertz, Gleichstrom und Wechselstrom. Und dazu wird Volt auch noch oft abgekürzt. Ein großes V heißt Volt und KV heißt 1000 Volt. 15.000 Volt werden also auch als 15.000 V oder 15 KV bezeichnet. Gleichstrom wird auch DC und Wechselstrom auch AC genannt. Wir fangen mit dem Unterschied von Gleichstrom und Wechselstrom an. Bei Gleichstrom fließt der Strom immer in der gleichen Richtung durch den Draht. Und jetzt haben wir etwas Glück bei der Erklärung. Es ist völlig egal, was Strom ist und in welcher Richtung er fließt. Frühe Wissenschaftler haben dafür Verwirrung gesorgt und in den Schulen wird das nochmals getoppt. Dem Gleichstrom ist all das völlig egal. Ihm ist nur wichtig, dass die Richtung, in der er fließt, sich niemals ändert. Beim Wechselstrom dagegen ändert sich seine Richtung. Mal kommt der Strom von der einen Seite, mal kommt er von der anderen Seite. Diese Richtungsänderung ist dabei kein Zufall. Sie geschieht in festen Zeitabständen. Ist das Ganze noch einmal auf einem Bild zu Papier gebracht. Bei Gleichstrom fließt der Strom immer in eine Richtung, in die Pfeilrichtung. Bei Wechselstrom fließt er die halbe Zeit in die eine Richtung und die halbe Zeit in die andere Richtung durch den Draht.
Der Wechselstrom wechselt also in bestimmten Zeitabständen seine Fließrichtung. Und hier kommt nun das Herz ins Spiel. Das Herz, das immer bei den Stromsystemen genannt wird. Wenn der Strom genau 50 Mal in der Sekunde von rechts nach links und genau 50 Mal in der Sekunde von links nach rechts durch den Draht fließt, dann hat der Wechselstrom eine Frequenz von 50 Hertz. Und bei einer Frequenz von 16 zwei Drittel Hertz geht der Strom im Draht 16 zwei Drittel Mal in der Sekunde von links nach rechts und 16 zwei Drittel Mal von rechts nach links. In Volt dagegen wird die Spannung gemessen. Strom weigert sich ja schlicht in der Natur von alleine zu fließen. Da muss schon durch Maschinen ein gewisser Druck ausgeübt werden, damit was durch den Draht geht. Und diesen Druck nennt man eben die Spannung, gemessen in Volt. Maschinen, die diesen Druck erzeugen können, nennt man Generatoren. Sie stehen meist in den Kraftwerken. Und damit sind also die vier Begriffe Volt, Hertz, Gleichstrom und Wechselstrom geklärt. Da fragt sich aber gleich, warum gibt es eigentlich diese Unterschiede? Eines dieser drei Systeme müsste doch das Beste sein. Das kann in Holland nicht anders sein als in Deutschland. Woher kommt also dieses Bahnstromchaos? Um das zu klären, müssen wir einen Blick in eine Lokomotive werfen. Ziemlich vereinfacht ist hier so ein Querschnitt durch eine Lokomotive. Rot bedeutet, hier fließt der Strom. Er kommt zunächst durch die Oberleitung, wird dann vom Stromabnehmer abgezweigt, geht durch Drähte in der Lokomotive zum Motor und wird über Räder, Schienen und das ganze Erdreich zurückgeleitet. Das mit dem Erdreich erscheint zunächst etwas ungewöhnlich, ja sogar unglaubhaft, aber jeder kann sich mit einem Blick auf eine E-Lok davon überzeugen, dass es genau so funktioniert. Und im Prinzip funktioniert es auch genau so. Es muss noch ein Regler zwischengeschaltet werden, der vorwärts und rückwärts und die Kraft bestimmt, mit der die Motoren fahren. Aber bei einer Gleichstromlokomotive mit 1500 oder 3000 Volt ist das schon alles. Und daher ist dieses System sehr einfach und wurde gerne realisiert. Es hat aber doch einen sehr deutlichen Nachteil. Denn das mit dem Gleichstrom, das kann man nur bis maximal 3000 Volt machen und auch dann nur noch mit einigen technischen Tricks. Mehr kann der Elektromotor solch einer Lok nicht vertragen. Er würde irgendwann und zwar sehr schnell durchbrennen, wenn da mehr als 3000 Volt reingingen. Jetzt könnte man sich fragen, was ist denn schlimm daran, dass nur 3000 Volt da durchgehen dürfen? Die Holländer fahren ja seit Jahrzehnten sogar nur mit 1500 Volt und das klappt doch augenscheinlich gut. Und ja, es stimmt, das klappt sehr gut. Aber leider ist es auch sehr teuer. Je niedriger die Spannung in Volt ist, desto mehr von dem Strom frisst der Draht der Oberleitung auf.
Das ist jetzt völlig unwissenschaftlich und untechnisch geschildert, aber das ist im Grunde der Grund. Um das auszugleichen, müssen die Holländer sehr viel dickere Leitungen verlegen in der Oberleitung und sehr viel mehr Stromeinspeisungen in ihrem Netz vorsehen, als das in Deutschland oder in der Schweiz der Fall ist. Die Techniker vor 100 Jahren standen damit vor einem dicken Problem. Hohe Spannungen von 15.000 Volt, das macht den Motor kaputt. Niedrige Spannung kostet so richtig Geld an Draht, Anlagen und verlorenem Strom. Da wäre es doch perfekt, man würde 1500 Volt in die Leitung geben und in der Lok mit einem Zaubertrick nur 1500 Volt an den Motor weiterleiten. Dieser Zaubertrick wäre vor 100 Jahren mit Gleichstrom technisch gar nicht möglich gewesen. Mit Wechselstrom aber ging es. Wie jeder Modellbahner weiß, geht in seinen Trafo auf der einen Seite 230 Volt rein und kommt auf der anderen Seite 12 Volt raus. Das ist der Trick. Also war es die Aufgabe der Techniker, in die Lok einen Trafo einzubauen und Regelungen zu erfinden, bei denen die Fahrtrichtung der Motoren auch bei Wechselstrom vorher bestimmt werden kann. Es sollte ja kein Glücksspiel sein, in welcher Richtung die Lok nun anfährt. Die Möglichkeit, hinter dem Trafo diesen Wechselstrom gleich in den einfacheren Gleichstrom umzuwandeln, bestand dagegen vor 100 Jahren noch nicht. Das ging mit Erfindungen späterer Zeit. Das mit der Steuerung haben die Techniker vor 100 Jahren noch irgendwie hingebogen. Aber vor 100 Jahren war das noch die Grenze der Technik. Und es mussten dabei so richtig Kröten geschluckt werden. Mehr als 15.000 Volt ging nicht in die Transformatoren. Und Wechselstrom mit 50 Hertz vertrug die Motortechnik nicht. Also wurden Systeme entwickelt mit Wechselstrom mit 16 2/3 Hertz und lediglich 15.000 Volt Spannung. Techniker, jedenfalls gute, sind aber ehrgeizig und erfinderisch. Es wurde weiter geforscht und entwickelt. Bald schon gab es Trafos, die 25.000 Volt aushielten. Und bald schon gab es Motoren, die mit 50 Hertz klarkamen. Ein neues Stromsystem war geboren. Warum das so günstig ist, ist vielleicht schon klar. Mehr Spannung bedeutet weniger Stromverlust. Der Sprung von 15.000 auf 25.000 Volt kann diesen Verlust beinahe halbieren. Das wissen wir schon. Aber warum sind die 50 Hertz so ungemein wichtig? Das liegt am Stromnetz der europäischen Länder für die private Versorgung, für die Versorgung der Industrie, überhaupt für alles. Und hier wird überall mit eben diesen 50 Hertz gearbeitet. Wird auch die Lok mit 50 Hertz gefüttert, dann kann die Bahn überall auf das Stromnetz zugreifen und etwas für sich abzapfen. Natürlich gegen Bezahlung. Frisst die Lok dagegen die exotischen 13 2/3 Hertz, benötigt die Bahn halt eigene Kraftwerke oder muss der Strom des Landes teuer von 50 Hertz auf 16 2/3 Hertz umgewandelt werden.
Dabei aber geht immer Strom verloren und solche Anlagen kosten eben auch viel Geld. Und damit ergibt der Vergleich der Stromsysteme 25.000 Volt und 50 Hertz Wechselstrom ist das Beste, was eine Bahn bekommen kann. Dieses System spart Kosten bei der Bau und bei der Wartung und verliert am wenigsten Strom. Es wäre nun tatsächlich günstig, alle Strecken auf dieses System umzustellen. Aber die Kosten dafür sind extrem hoch. Und wer will schon heute etwas zahlen, wenn es fast 50 Jahre dauert, bis es sich endlich auszahlt? Die Technik schritt aber in der Folge noch viel weiter voran. Es hat einen tiefen Einschnitt gegeben beim elektrischen Betrieb der Bahn. Das war die Entwicklung von Hochleistungselektronik in den 1970er bis 1990er Jahren. Das bekannteste Beispiel für Lokomotiven mit dieser Technik ist die Baureihe 120. Die Universallokomotive von 1979. Hochleistungselektronik hat dabei nichts mit Computern oder den berühmten Chips oder Smartphones zu tun. Es geht um elektronische Bauteile und Schaltungen, die sehr, sehr hohe Voltzahlen und dabei auch noch sehr starke Ströme vertragen. Solche Bauteile können Gleichstrom in Wechselstrom oder Drehstrom verwandeln oder Wechselstrom in Gleichstrom. Egal, was in der Oberleitung ist, die Lok kann es schlucken, wenn sie damit ausgestattet ist. Für jedes Stromsystem braucht sie aber einen eigenen Stromabnehmer und natürlich für jedes Land die entsprechende Sicherheitsausrüstung. Und mit solch einer Elektronik kann die Lok beim Bremsen Strom in die Oberleitung zurückspeisen. Und das ist in Sachen technische Gegebenheiten des Bahnstroms ausreichend, um uns jetzt um die finanziellen Aspekte der Stromversorgung der Lokomotiven zu kümmern. Das ist Thema der zweiten Folge.